Kritik am Krisenmanagement der Regierung heute im Parlament. Die Opposition fordert mehr Information und Transparenz ein. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Über 1000 neue Corona-Fälle sind im bisherigen Vorzeigeland aufgetreten. Gerade trifft eine zweite Welle Singapur. Vor allem unter Wanderarbeitern breitet sich das Virus rasant aus. Mehr Datenschutz verspricht die überarbeitete Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes. Strahlend sonnig wird das Wetter morgen. Schon fast wieder ein normaler Parlamentstag war das heute, oder doch eher neu normal. Die Corona-Sitzordnung und die Schutzmasken zeigen weiterhin den Krisenmodus im Nationalrat. Aber Kritik der Opposition an der Regierung, die war dann schon wieder scharf wie eh und je. Sie fordert mehr Kontrolle, will mehr Informationen über künftige Entscheidungen, wann und wie das Land wieder hochgefahren wird. Dass darüber schon wieder politisch gestritten werden kann, ist nur möglich, weil sich die Zahlen so gut entwickeln. Knapp über 3000 Personen sind aktuell in Österreich noch an Covid-19 erkrankt. Die Zahl der Personen, die die Krankheit überstanden haben und damit wieder als genesen gelten, ist heute auf mehr als 11.300 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden sind 19 Personen, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden sind, verstorben. Damit hat die Zahl der Verstorbenen heute die Marke von 500 überschritten. Wenn wir uns hier ansehen, wie viele Personen an jedem einzelnen Tag seit dem ersten Todesopfer am 12. März verstorben sind, zeigt sich, es gibt derzeit zumindest keinen Anstieg mehr. Da tut sich auf den ersten Blick vielleicht ein Widerspruch auf. Denn die Zahl der positiv Getesteten sinkt ja, wie wir gesehen haben. Warum bleibt dennoch die Zahl der Verstorbenen konstant? Weil die Menschen, die an Corona sterben, sich großteils vor Wochen mit dem Virus angesteckt haben. In den Krankenhäusern werden heute nur noch 700 Patientinnen und Patienten mit der Covid-19-Erkrankung behandelt, um 56 weniger als gestern. Und von den 700 Personen müssen 176 auf den Intensivstationen betreut werden. Auch hier zeigt sich also weiterhin eine stabile bis rückläufige Entwicklung. Hat die Regierung also die richtigen Schritte gesetzt? Die Opposition zweifelt stark daran. Plexiglasscheiben, Mundschutz, Desinfektionsmittel und ein anderer Sitzplan. Normal läuft im Parlament noch gar nichts. Die neue Normalität, wie sie der Bundeskanzler immer wieder ausruft, die will man hier auch gar nicht akzeptieren. Nichts sei normal, so die SPÖ-Chefin. Nicht die 600.000 Arbeitslosen, oder? Es ist nicht normal für Großeltern über Wochen und vielleicht auch Monate, die vor uns liegen, ihre Enkelkinder nicht zu sehen, ihre Kinder nicht zu sehen und nicht umarmen zu können. Und es ist nicht normal, sterbende Angehörige nicht besuchen zu können, wenn sie im Spital liegen. All das ist nicht normal. Eltern als Bittsteller für die Neos unerträglich. Wissen Sie, was die Realität ist? Eltern müssen nachweisen gegenüber Kindergärten, dass sie einen dringenden Bedarf haben, weil sonst wird ihnen nicht erlaubt, das Kind in Betreuung zu geben. Ja, in welcher Welt leben wir denn eigentlich, meine Damen und Herren? Kurz spiele sogar mit diesem Zustand, wirft ihm die FPÖ vor. Er verneble die klare Sicht durch stundenlange Pressekonferenzen. Und wissen Sie, was Sie damit gemacht haben? Ihre neue Normalität haben Sie damit hergestellt, die darin besteht, dass jetzt Denunzianten auf der Suche nach Lebensgefährdern ihr Unwesen treiben in diesem Land, in Stasi-Manier schon fast. Das gipfle darin, dass Leute dann schon Maske tragen, wenn sie allein im Auto sitzen. Der Bundeskanzler sieht die Vorwürfe locker. Ich verspüre ein Gefühl der Freude und der Erleichterung deshalb, weil die Debatte, wie sie stattfindet, wieder sehr viel von Normalität hat und sie zeigt auch, dass wir uns in Österreich andere Sorgen machen können als andere Länder. Keiner sei unfehlbar, findet der Vizekanzler. Es gibt auch Länder, die dauernd als Vorbild genannt werden. Südkorea, wir beobachten das ja auch alle genau. Die haben viermal, meiner Information nach, viermal die Schulöffnung verschieben müssen. Ist das eine Schande? Nein. Herunterfahren sei eben leichter als hochfahren. Das wisse in Wahrheit auch die Opposition. Und viele Eltern fragen sich, wie genau die Schulen ab Mitte Mai wieder hochgefahren werden. Für die Matura-Klassen ist der Plan relativ klar, aber bei allen anderen Schulstufen gibt es noch viele offene Fragen. Einige davon können wir Ihnen jetzt schon beantworten. Zumindest Eckpunkte des Schulunterrichts in Corona-Zeiten zeichnen sich ab. In dieser Volksschule in Bronn am Gebirge wird jetzt schon die Zukunft geübt. Wie schafft man in Zeiten von Corona einen sicheren Schulbesuch? Die Stimmen für eine Schulöffnung werden immer lauter heute von der Gesellschaft für Kinderheilkunde und im Ministerium arbeitet man am Stufenplan. Am Freitag soll er präsentiert werden.
Einige Eckdaten zeichnen sich schon heute ab. Am 4. Mai starten bekanntlich rund 100.000 Maturanten. Ab Mitte Mai kommen dann die Schülerinnen und Schüler der jeweils dritten und vierten Klassen zurück. Bei ihnen steht ja eine Bildungswegentscheidung an, egal ob Volksschule oder Unterstufe. Bis Ende Mai sollen dann wieder alle Schüler in den Schulen sein, so der Plan. Dort beginnt der Schultag dann mit Händewaschen oder Desinfizieren. In den Gängen und Garderoben herrscht auch Maskenpflicht, in den Schulklassen selbst nicht. Die Klassen werden geteilt, nur jeder zweite Platz wird besetzt. Dafür plant man, die Schulstunden zu reduzieren, um zwei Unterrichtsschichten einführen zu können. Und auch für Bewegung und Sport werden neue Regelungen erarbeitet. Übermorgen soll der Neustart dann stehen. Wir haben es gehört, für die Erst- oder Zweitklässler dauert es also noch einige Zeit, bis sie wieder in die Schule können. Wann Kindergärten wieder richtig geöffnet sind, wissen wir noch nicht. Aber derzeit geht ja schon, die Kinder, die Betreuung brauchen, bekommen sie auch. Wenn es nicht anders möglich ist, sei es keine Schande, die Kinder in die Betreuung zu geben, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt. Aber das ist gar nicht so einfach. In diesem Kindergarten in Wien-Leopoldstadt sind heute nur 5 Kinder da. Spaß haben sie trotzdem. In der Volksschule im gleichen Gebäude werden 8 Kinder betreut. Die Eltern bemühen sich sehr, sich an die Maßnahmen zu halten. Es sind wirklich nur Kinder da, deren Eltern arbeiten müssen und nicht im Homeoffice sind. Eine Bestätigung, dass sie am Arbeitsplatz gebraucht werden, müssen die Eltern in der Schule nicht bringen. In vielen Kindergärten ist das anders. Hier müssen die Arbeitgeber beider Eltern bestätigen, dass sie gebraucht werden. In der Praxis ist es so, dass sozusagen die systemerhaltend genannt werden, also im Handel, Ärzte, Pflege etc., dass die das Kind in die Einrichtung geben können. Und gerade bei jenen, die im Homeoffice arbeiten, ist der größte Unklarheit. Kindergartenbetreiber wie die Stadt Wien berufen sich auf einen Erlass des Gesundheitsministeriums. Darin heißt es, es sollen möglichst viele Kinder zu Hause betreut werden. Der Erlass läuft in 4 Tagen aus. Wie es im Mai weitergeht, ist sowohl für Eltern als auch für Kindergartenbetreiber völlig unklar. Ob jetzt der Erlass weiter gilt oder ob es etwas Neues gibt oder ob jetzt alle schon kommen sollen, selber gespannt und auch ein bisschen ratlos. Sicher ist, dass ab Mai immer mehr Kinder Betreuung brauchen werden. Es braucht eine Vorgabe des Bundes in dem Fall, dass gesagt wird, wie man das regelt. Beim Gartenbaucenter, beim Sport, überall hat man es geregelt. In der Kinderbetreuung muss man das einfach auch regeln. So einfach wie in diesem Spiel ist die Entscheidung wohl nicht. Schere, Stein, Papier. Wenn das Land jetzt wieder hochgefahren wird, werden auch die öffentlichen Verkehrsmittel wieder mehr genutzt werden. Und auch da soll es Regeln geben. Die wichtigste, Abstand halten. In Zügen gibt es aber ja nicht unendlich viel Platz. Und auch in den U-Bahnen könnte es bald wieder eng oder gar zu eng werden. Ein Zug fährt ab mit durchschnittlich 90% weniger Fahrgästen als vor der Krise. Aber das wird sich ändern und daher gelten neue Fahrgastregeln. Erste Regel: nur dann fahren, wenn Sie sich gesund fühlen. Abstand halten, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Tickets online kaufen oder am Automaten kaufen. Während der Fahrt den Mund-Nasen-Schutz tragen, auch hier hat Abstand halten natürlich die oberste Priorität. Und daher fahren die Öffis auch wieder häufiger. Aber auch wenn Stoßzeiten vermieden werden sollen, wird es enger werden, sagen die Wiener Linien. Die Empfehlung, 1 Meter Sicherheitsabstand einzuhalten, ist aus heutiger Sicht noch möglich, wird aber ab dem Zeitpunkt, wo alle Geschäfte offen haben, die Lokale öffnen, die Schulen wieder in Betrieb genommen sind, in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht einhaltbar sein. Ausreichend Distanz wahren ist die Vorgabe im Leitfaden, ohne genaue Definition. Im Nah- und Regionalverkehr können auch flexibel zusätzlich Fahrzeuge eingesetzt werden. Wir haben da einen gewissen Bereitschaftsdienst, möglichst schnell auf zusätzliche Nachfragen reagieren können. Zugänge zu Stationen zu sperren, können sich die Wiener Linien nicht vorstellen, der Bahngewerkschaft auch schon. In dem Moment, wo man merkt, dass die Frequenzen höher werden, kann man entsprechende Lenkungsmaßnahmen sehr kurzfristig organisieren, was auch immer notwendig wird. Der Praxistest steht noch aus. Um möglichst viel Unterstützung im Spital, bei der Rettung oder in der Pflege zu gewährleisten, wurde der Dienst von Zivildienern verlängert. Eine einmalige Sache, wie die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger erklärt. Künftig werde man nur mehr auf Freiwillige setzen.
Und auch da werden nicht alle drankommen, weil sich schon sehr viele gemeldet haben. Kritik hat es an der Verteilung der Zivildiener durch das Rote Kreuz gegeben, aber auch an der Bezahlung. Außerordentliche Zeiten mit außerordentlichem Zivildienst. Es war das erste Mal in der Zweiten Republik, dass der Zivildienst um 3 Monate verlängert worden ist. Bei 1500 Zivildienern war das der Fall, eine einmalige Sache. Weil sich so viele freiwillig für den Zivildienst ab Mai gemeldet haben, können wir den Bedarf ohne neue verpflichtende Verlängerungen decken. Das heißt, Zivildiener, deren Dienst mit Ende des Monats ausläuft, werden nicht verpflichtend weiter verlängert. Die meisten Zivildiener sind im Krankenhaus bei der Rettung und in der Pflege tätig. Dass das Rote Kreuz selbst Zivildiener benötigt, aber auch für die österreichweite Verteilung zuständig ist, sieht man beim Samariterbund kritisch, auch weil man zu wenige Zivildiener hat. Und es natürlich möglicherweise dadurch, wenn das Rote Kreuz das abwickelt, es zu Verzerrungen kommen kann. Möglicherweise nicht bewusst, aber sie können entstehen und sie können einen negativen Beigeschmack haben, der nicht notwendig ist. Das Rote Kreuz zur Kritik an der Verteilung. Ich glaube, das ist nicht einfach gewesen und das wird das eine oder andere. Es konnten auch nicht alle Bedarfe logischerweise gedeckt werden, weil es auch in der Form nicht möglich war. Wir hoffen, dass mit der nächsten Tranche das gelingen wird. Das Rote Kreuz, aber auch der Samariterbund haben übrigens Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet. Den Rettungsdienst betreffe das aber nicht. Eine andere Diskussion ist die Bezahlung der verlängerten Zivildiener. Sie verdienen viel weniger als freiwillige Zivildiener. Ministerin Köstinger verweist auf die bestehende Rechtslage. Das kritisiert die Gewerkschaftsjugend. Und wie soll man dem einen Zivildiener erklären, dass er fast um die Hälfte weniger bekommt? Das ist einfach ungerecht. Etliche Zivildiener wollen eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof einbringen. Zur Debatte um die Zivildiener ist in der ZIB 2 Rotkreuz Generalsekretär Michael Obrisnik live zu Gast. Und zur Frage, ob in Österreich zu schnell oder zu langsam die strengen Regeln gelockert werden, ein Schaltgespräch mit dem Arzt und Public Health Experten Martin Sprenger. Die ZIB 2 mit Armin Wolf um 22 Uhr in ORF. Zwei. Die Corona-Krise ist auch zentrales Thema beim morgigen EU-Videogipfel. Es wird in erster Linie ums Geld gehen. Italien und Spanien, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind, drängen ja auf Solidarität in dieser Krisensituation. Beide Länder zählen zu den am höchsten verschuldeten Staaten in der EU. In Italien beträgt der Schuldenberg 135% der jährlichen Wirtschaftsleistung und in Spanien sind es auch noch 96%. Und das macht Kredite vergleichsweise teuer. Deshalb fordern sie von anderen EU-Staaten, gemeinsam Geld für die Bewältigung der Krise aufzunehmen. Das würde es für verschuldete Staaten leichter machen, an billiges Geld zu kommen. Doch das bedeutet auch gemeinsame Schulden. Und denen stehen viele Staaten skeptisch gegenüber. Per Video kommt heute ein Wunsch aus der EU-Kommission. Europa möge aus der Corona-Krise widerstandsfähiger, nachhaltiger und fairer herauskommen. Europe would emerge from these very difficult times more resilient, more sustainable and fairer. Aber der Weg dorthin wird schwierig. Das wird auch heute in der zusammengeschalteten Europaministerrunde klar. Freundliche Signale sind im Prinzip vorhanden. Es kann uns nicht egal sein und es ist uns auch nicht egal, ob Menschen in Spanien, in Italien, in Frankreich arbeitslos werden. Ganz im Gegenteil, wir werden da selbstverständlich einen Beitrag zu leisten und darauf können sich alle verlassen. Aber Deutschland und auch Österreich verlangen strenge Bedingungen für jede Art einer gemeinsamen EU-Corona-Hilfe. Wenn es hier zum Beispiel zur Aufnahme von Krediten durch die Europäische Kommission kommt, zu besseren Konditionen, wenn das auch von allen unterstützt wird und die Staaten diese Gelder dann bekommen, dann muss auch klar sein, dass sie sie tatsächlich dafür verwenden, um über diese Krise hinwegzukommen, um sie ins Gesundheitssystem zum Beispiel zu stecken und letztlich dann auch zurückzuzahlen. Die EU-Kommission dürfte jetzt den Auftrag bekommen, das Unmögliche möglich zu machen. Eine gemeinsame Kasse, die gemeinsames Geld aufnimmt, das aber dann doch nicht zu gemeinsamen Schulden führen soll. Ein finanzpolitisches Kunststück der besonderen Art. Es geht eben auch um viel Geld bei der Bewältigung der Corona-Krise. Und da werden dann auch Sicherheitsbedenken hintangestellt, wenn es die Wirtschaft nicht erlaubt. So passiert das gerade im Iran. Der neben China am stärksten von der Pandemie betroffen ist. 80.000 Infizierte sind bestätigt, die Dunkelziffer aber wohl viel höher. Und trotzdem werden die öffentlichen Beschränkungen massiv zurückgefahren.
Die Fahrt auf Teherans Straßen kostet Nerven, doch Nemat Hassanzadeh hat auf diesen Moment gewartet, er hat endlich wieder Kunden. Eine Kabine aus einer dicken Plastikfolie soll ihn schützen, doch er weiß, sein Job ist riskant. Wir sind ja dauernd auf engem Kontakt mit Kunden, aber ich habe keine Wahl, ich kann nicht länger zu Hause bleiben, ich habe einfach kein Geld mehr. Ab sofort sind auch Basare und Shopping-Malls wieder geöffnet. Die Abriegelung großer Städte wurde aufgehoben. Der Druck, das Land wieder aufzusperren, war enorm, angesichts der maroden Wirtschaft und beißender US-Sanktionen. Den wirtschaftlichen Zwängen steht die medizinische Realität gegenüber. Der Iran testet viel zu wenig, um ein realistisches Bild über die Ausbreitung der Infektion zu haben. Auch dürften viel mehr an oder durch Covid-19 gestorben sein, als offiziell angegeben. Zumindest bei den Neuinfektionen gibt es aber einen deutlichen Rückgang. Doch die wieder steigende Mobilität, die zunehmenden Menschenmassen im öffentlichen Raum, sie könnten die Infektionszahlen bald wieder nach oben treiben, so die Befürchtung. Fest steht, der Iran war der erste und bleibt vorerst der wichtigste Hotspot der Pandemie im Nahen Osten, eine Quelle der Verbreitung auch über die Landesgrenzen hinweg. So haben etwa weit über 100.000 afghanische Gastarbeiter den Iran in den vergangenen Wochen verlassen, weil es keine Jobs mehr gab, aber auch aus Angst vor einer Ansteckung. Viele von ihnen könnten aber längst selbst angesteckt sein und das Virus jetzt zu ihren Familien in die Heimat tragen. Ähnliches passiert gerade auch in Venezuela, ein Land, das in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt ist. Deshalb haben Millionen Menschen in den letzten Jahren das Land verlassen. Jetzt möchten sie wieder zurück. Denn in den Nachbarländern herrscht wegen Corona auch Stillstand. Die Auswanderer haben ihre Jobs verloren. Dann sind sie schon lieber in ihrer Heimat, könnten dort aber wiederum zur Ausbreitung des Virus beitragen. Sie tragen kleine Kinder auf dem Arm, schleppen Koffer und stapfen die Autobahn entlang, die von Kolumbien Richtung venezolanische Grenze führt. Vor ihnen liegen hunderte Kilometer Fußmarsch, denn Busse fahren nicht mehr und wären ohnehin zu teuer. Wir sind seit 5 Tagen unterwegs. Wir wissen nicht einmal, wo wir jetzt sind. Die landesweite Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie in ihrer Wahlheimat Kolumbien lässt ihnen keine andere Wahl. Sie hat sie in tiefe Armut gestürzt und macht es ihnen unmöglich, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir haben unsere Arbeit verloren und können die Miete nicht mehr bezahlen. Wir können nicht einmal unsere Kinder ernähren. Es ist wirklich schwierig. Deshalb haben sie sich entschieden, den beschwerlichen Weg über die Berge anzutreten, wie schon in den vergangenen Jahren zuvor, aber diesmal in die umgekehrte Richtung, zurück in ihr krisengebeuteltes Heimatland. Wir haben Hunger, wir sind in Not. Die Leute beleidigen uns, sie sagen uns, dass wir krank sind. Die Gefahr, dass die venezolanischen Flüchtlingstricks die Ausbreitung des Coronavirus in Kolumbien beschleunigen könnten, ist groß. Deshalb versuchen Behörden, die Märsche zu stoppen und Busse zu organisieren, mit denen die Menschen an die Grenze gebracht werden sollen. Die meisten sind aber immer noch auf sich allein gestellt. Die Corona-Pandemie hat ihr Leben noch schwieriger gemacht. Um den Menschen in den USA zu helfen, hat der Kongress dort ein neues Konjunkturpaket in der Höhe von fast 500 Millionen Dollar genehmigt. Kleine und mittlere Unternehmen sollen damit unterstützt werden. Finanzhilfen, die dringend nötig sind, wie auch der österreichisch-amerikanische Koch und Gastronomieunternehmer Wolfgang Puck sagt, der regelmäßig bei den Oscars aufkocht und auch den Präsidenten berät. Wolfgang Puck ist Star-Koch und Koch der Stars. Keine Oscars ohne ihn. Doch dieser Tage gibt es auch bei Wolfgang Puck nur Takeout, so wie in den meisten Restaurants im Land. Viele sind überhaupt geschlossen. Millionen von Jobs sind verloren gegangen. Die meisten Restaurants sind kleine Familienbetriebe. 70% von den Restaurants sind kleine Familienbetriebe. Die sind am ärgsten betroffen in dieser Krise. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, und ich habe da schon mit dem Präsidenten geredet und alles. Wie können wir das machen, dass diese kleinen Geschäfte, kleine Restaurants, dass die das überleben können? Wolfgang Puck ist Mitglied einer Gruppe von Unternehmern, die Trump bei der Öffnung der Wirtschaft beraten. Fast 16 Millionen Amerikaner arbeiten im Restaurantsektor, so viele wie in keinem anderen Bereich der Privatwirtschaft. Hilfspakete wie das soeben vom Kongress geschnürte sind dringend notwendig, um Jobs zu erhalten. Die meisten Angestellten
Die leben ja nicht 6 Monate voraus. Die haben nicht nur Geld auf der Bank oder auf der Sparkasse oder irgendwo. Die wirklich leben von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Es ist wirklich eine schwierige Sache für die ganzen Angestellten. Bei der Öffnung vorpreschen wie einige Bundesstaaten im Süden, davon hält Puck nichts. Die Sicherheit für die Angestellten und die Sicherheit für unsere Gäste ist das Wichtigste. Wir wollen nicht, dass die Gäste reinkommen und Angst haben und nachher schmeckt es ihnen das Essen nicht. Das neue Konjunkturpaket wird nicht mehr als eine Überbrückung sein. An einem nächsten wird bereits gearbeitet. Für die Restaurants und ihre Angestellten heißt das durchhalten. Singapur hat bis jetzt als Musterschüler in der Corona-Krise gegolten, aber jetzt steigt die Zahl der Neuinfektionen dort wieder stark an. Schauen wir zurück. Ende Jänner hat Singapur seinen ersten Corona-Fall vermeldet. Danach blieb die Kurve der Neuinfektionen aber lange flach. Das Land habe alles richtig gemacht, hieß es da, bis vor circa einer Woche. Seitdem kommen pro Tag fast 1.500 Neuerkrankte hinzu. Die meisten davon sind Wanderarbeiter, die zusammengepfercht unter schlechten Bedingungen leben. Und die Zahlen zeigen es auch. Unter den 1.111 positiv Getesteten, die gestern positiv getestet worden sind, sind nur 61 Einheimische. An die 200.000 Arbeiter aus Südasien, vor allem aus Indien und Bangladesch, leben in Singapur. Für Monatslöhne von etwa 450 Euro bauen sie die Hochhäuser der Finanzmetropole. Und sie leben eng zusammengepfercht in Massenunterkünften. Bis zu 20 Männer schlafen in einem Raum. Wird das Virus eingeschleppt, breitet es sich rasch aus. Die Regierung hat nach dem Auftreten der ersten Corona-Infektionen zigtausende Arbeiter in ihren Wohnheimen unter Quarantäne gestellt. In dieser Arbeitersiedlung etwa leben 20.000 Männer. Sie dürfen sich nicht mehr frei bewegen und sollten von ihren Arbeitgebern mit Mahlzeiten versorgt werden. Doch nicht immer funktioniert das. Viele von ihnen bekommen kein Essen und sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Sie denken, weil sie Arbeiter sind, müssen sie still sein und das alles aushalten. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisieren, dass die Arbeiter zusammengesperrt werden. Ein sicheres Rezept für ein Desaster. Die Männer werden nun getestet und teilweise in Gebäude des Militärs verlegt. Auch Kreuzfahrtschiffe werden als Quartiere zur Verfügung gestellt. Singapur hat zu Beginn der Corona-Epidemie die Ausbreitung des Virus vor allem durch Tests und Isolieren von Infizierten sowie durch strenge Quarantäne für Kontaktpersonen eingedämmt. Relativ spät, am 7. April, hat der Inselstaat Ausgangsbeschränkungen verhängt. Diese sind bis 1. Juni verlängert worden. Die Maßnahmen sind bisher als vorbildlich betrachtet worden. Nun zählt Singapur zu den Spitzenreitern in Südostasien mit mehr Fällen als die bevölkerungsreicheren Nachbarländer. Letztendlich ist der Kampf gegen Corona dann gewonnen, wenn es einen Impfstoff gegen das Virus gibt. Da gibt es weltweit einige Ansätze. In Deutschland wurde jetzt eine Studie genehmigt, bei der ein möglicher Impfstoff an Menschen ausprobiert werden soll. In der ersten Testphase wird der Stoff auf seine Sicherheit und Verträglichkeit geprüft. Das ist ein erster Schritt, denn bis so eine Impfung großflächig eingesetzt werden kann, wird es noch dauern. Bis dahin müssen Mediziner bei der Behandlung von schwerkranken Patientinnen und Patienten andere Methoden und Mittel einsetzen. Die Intensivstation im Krankenhaus Hietzing. Mitarbeiter, die Zutritt haben, haben für uns mit dem Handy gefilmt. Menschen, die besonders schwer erkrankt sind, werden hier künstlich beatmet mit einem Schlauch, der in die Luftröhre geschoben wird. Häufig können Erkrankte aber auch auf der Normalstation mit Masken beatmet werden. In speziellen Fällen setzen Ärzte Medikamente ein, die bereits gegen andere Krankheiten entwickelt worden sind, doch das oft mit mäßigem Erfolg. Man muss sagen, dass jetzt langsam alle Medikamente, die wir verwendet haben, sozusagen gezeigt haben, dass sie nicht wirken. Wir haben jetzt eigentlich so ziemlich alles abgesetzt. Manche Patienten können auch mit Blutplasma behandelt werden. Es wird von Menschen abgenommen, die krank waren und schon wieder gesund sind. Es enthält sogenannte Antikörper, die das Virus markieren, sodass es vom Immunsystem unschädlich gemacht werden kann. Es gibt da nicht viele Möglichkeiten, hier Menschen, die schwer erkranken, zu helfen. Und da habe ich gedacht, wenn ich dann gesund bin, gesund werde, dann gehe ich sicherlich spenden. Zuletzt konnten so in Graz zwei Erkrankte erfolgreich behandelt werden. Jedoch.
Es kann sich jetzt niemand hinstellen und behaupten, das sei ein Allheilmittel, weil das ist eine Therapie, die in den Anfangsstadien jetzt für diese Erkrankung ist. Man hat zwei Erfahrungen von früher, bei der SARS-Epidemie 2003, MERS, Ebola wurde es auch eingesetzt. Aber was es braucht, um diese Therapie abschließend zu beurteilen, sind kontrollierte Studien. Das Rote Kreuz sucht jedenfalls derzeit weitere Spenderinnen und Spender. In ORF 1 gibt es ab 20.15 Uhr einen Themenabend zum Thema Impfen. Hanno Settele fragt nach, wie die Impfgegner jetzt denken. Und Lisa Gardenstätter diskutiert danach im Talk 1, wann und wie wir immun sein werden. Derzeit sind noch andere Technologien im Kampf gegen die Ausbreitung von Corona gefragt. Handy-Apps etwa. In Österreich hat das Rote Kreuz eine derartige entwickelt, aber die ist jetzt überarbeitet worden. Ja, fehlender Datenschutz war nämlich eines der größten Probleme. Datenschützer haben deshalb die App geprüft und Fehler behoben. Jetzt soll auch mehr Sicherheit gewährleistet sein. Der Datenschutz wird bei der Corona-App des Roten Kreuzes weitgehend gewahrt. Technisch aber hat es mit einer Statistikfunktion ein Problem gegeben. So hätte man die Anonymität der Benutzerinnen und Benutzer aufs Spiel setzen können. Deswegen haben wir die dringende Empfehlung ausgesprochen, das umgehend zu entfernen. Und wie schon angekündigt, das wird auch heute beim Hotfix gemacht. Also diese Statistikfunktion wird entfernt. Die Ergebnisse des Schnelltests wurden heute auf einer Online-Pressekonferenz präsentiert, auf der Datenschutz und technische Experten zugeschaltet wurden. Österreich würde mit der eigenentwickelten App einen Beitrag zu einer globalen Debatte leisten. Man hat sicherlich versucht, das Richtige zu tun. An manchen Stellen ist einem das nicht so ganz geglückt. Aber jetzt mit diesen Empfehlungen glaube ich, dass die App auf jeden Fall einen richtigen Weg eingeschlagen hat. Positiv aufgefallen ist, dass die Corona-App des Roten Kreuzes für die einzelnen Funktionen Einwilligungen verlangt, was im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung ist. Ziel ist es, über die Nachverfolgung von Kontakten Infektionswege zu kappen. Ich habe in den letzten 2-3 Wochen sehr viel alle Konzepte verfolgt, die es gibt. Wir haben weltweit, glaube ich, inzwischen 10-20 verschiedene Konzepte, so eine App zu machen. Die Rotkreuz-App ist jetzt sicher auf der, sozusagen von der Architektur, was technisch derzeit möglich war, auf der datenschutzfreundlicheren Seite. Die Erwartung ist, dass bald eine App entsteht, die sowohl praktisch ist, als auch wirklich zur Corona-Eindämmung beiträgt. Für viele Unternehmen bedeutet die Corona-Krise Ausnahmezustand. Wie den Betrieb schnell auf Homeoffice umstellen, wie den Betrieb herunterfahren, galt es bisher rasch zu entscheiden. Jetzt geht es hoffentlich bald darum, wie die Firma wieder hochgefahren werden soll. So unvorbereitet waren Österreichs Unternehmen aber offenbar gar nicht, zeigt die Umfrage einer Wirtschaftsberatungskanzlei. Und die lässt auch sonst sogar ein bisschen Hoffnung aufkommen. Das Geschäft geschlossen, die Mitarbeiter im Homeoffice. Die Corona-Krise hat binnen weniger Tage das Wirtschaftsleben in Österreich völlig verändert. Aber überraschend viele Unternehmen hatten einen Krisenplan in der Tasche, wenn auch nicht für eine Krise wie die aktuelle. Ganz konkret auf so einen Krisenfall war man nicht vorbereitet, aber vorbereitet im Sinne von flexibel zu reagieren, umgehen können mit Geschäftsschließungen, mit dieser neuen Arbeitswelt. Aber so anpassungsfähig viele Unternehmen auch waren, die Folgen konnten sie dadurch höchstens abmildern. Die befragten Unternehmer gehen zum überwiegenden Teil davon aus, dass sie heuer weniger einnehmen werden als im Jahr davor. Rund 20%, also jeder fünfte Unternehmer, wird deshalb heuer Stellen streichen. Allerdings, fast jeder zweite Chef will seine Arbeitnehmer behalten. Ein paar werden zusätzliche Arbeitskräfte brauchen und etwa jeder vierte will sich noch nicht festlegen. Das ist eine sehr positive Aussage, weil sie zeigt, dass die Unternehmen an einen Wiederaufschwung glauben, wie schnell auch immer. Aber es ist so wichtig für die Unternehmen, dass sie die Schlüsselarbeitskräfte und die Arbeitskräfte insgesamt als Potenzial, um wieder auf Vollbeschäftigung zu produzieren, dass sie die halten wollen und das auch tun. Besonders viele Unternehmer setzen daher auch auf Kurzarbeit, um nach der Krise den Betrieb schnell wieder hochfahren zu können. Ohne Genehmigung aus Brüssel würde Österreich ja gern Staatshilfen an Unternehmen auszahlen. Dazu müsste das EU-Beihilfsrecht vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Will die EU nicht fordern, aber Finanzminister und Wirtschaftsministerin Habermas in einem Brief an die Kommission. In diesem Schreiben untermauern die beiden Minister die Forderung Österreichs, eben diese EU-Beihilferegeln temporär auszusetzen. In der aktuellen Corona-Situation gehe es um Schnelligkeit und mit dem bisherigen Beihilfenrecht sei genau das nicht garantiert, meinen Finanzminister Blümel und Wirtschaftsministerin Schramböck.
Die Zahl der an Hunger leidenden Menschen soll in diesem Jahr auf 265 Millionen ansteigen. Das wäre doppelt so viel wie im letzten Jahr. Grund dafür seien auch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise. Die Vereinten Nationen sprechen von einer anstehenden humanitären Katastrophe biblischen Ausmaßes. In Wien-Penzing ist eine Zweijährige aus dem Fenster eines Gemeindebaus gestürzt. Die Mutter und die Geschwister waren in der Wohnung im ersten Stock. Das Mädchen wird mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt. Es besteht aber keine akute Lebensgefahr. Der Tiroler Künstler Lois Weinberger ist im Alter von 72 Jahren unerwartet in Wien verstorben. Der Biennale- und Dokumentarkünstler hat sich in seinen Bildern, Installationen und Skulpturen mit dem Verhältnis von Natur und Zivilisation auseinandergesetzt. Ob die Festspiele in Salzburg und Bregenz heuer abgesagt werden, steht noch nicht fest. Musik am See in Mörbisch wird es aber heuer nicht geben. Das ist fix. Auf dem Programm der Seefestspiele wäre die West Side Story von Leonard Bernstein gestanden. Und wie bei allen abgesagten Festivals wird nicht nur der künstlerische Verlust bedauert, sondern auch mit finanziellen Einbußen für eine ganze Region gerechnet. Die Seefestspiele Mörbisch sind Fixstarter des österreichischen Kultursommers. Zum ersten Mal bleibt die Bühne heuer leer. Die Tribünen für insgesamt ca. 120.000 Gäste bleiben unbesetzt. Was bedeutet das für Mörbisch? Erstmal ein Riesenverlust, natürlich für uns, für mein Herz, sage ich jetzt einmal, ja, dass das nicht stattfinden kann, dass das Publikum nicht kommen kann. Aber es bedeutet natürlich auch für die Umgebung, für den Ort selbst eine Katastrophe. Laut einer Umwegrentabilitätsstudie entgehen der Region mindestens 30 Millionen Euro durch den Ausfall der Seefestspiele. Das bereits entworfene Bühnenbild wird nun nicht gebaut. 50 Mitwirkende, die vergangenen Herbst gecastet und engagiert worden sind, bleiben ebenso beschäftigungslos wie alle 300 an der Produktion Beteiligten. Peter Edelmann bemüht sich nun um die Aufführungsrechte von West Side Story für das kommende Jahr. Dann sollten die Seefestspiele Mörbisch wieder in gewohnter Weise über die Bühne gehen. Gleich im Sport auf Sport Plus sehen Sie die Corona-Test-Offensive des österreichischen Skiverbandes, der damit das Sommertraining sicherstellen möchte. Die Wetteraussichten hat gleich Markus Watzak für Sie. Wir verabschieden uns für heute, melden uns morgen wieder. Bis dahin, Abstand und Maske. Sie wissen schon. So machen wir das weiter. Auf Wiedersehen. Schönen Abend.